Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Verkaufen ist wie Flirten. Was bedeutet Verkaufen ist wie Flirten? Na, du musst dir ja vorstellen, wenn du abends an der Bar sitzt und dort sitzt eine junge, hübsche, attraktive Blondine neben dir. Wie sprichst du sie an? Sprichst du sie plumpt an oder umgarnst du sie mit tollen Komplimenten? Und was kann man jetzt aus diesem Dating-Verhalten ins Verkaufen reinziehen, indem du quasi sympathisch und auch empathisch Komplimente deinem Gegenüber in einem Verkaufsgespräch machst, indem du ihn wahrnimmst, ihn siehst und auch wertschätzt gegenüber ihm. So schätzt er dich ja auch wert, weil er braucht ja deine Unterstützung als Verkäufer, Verkäuferin. Also musst du quasi den ersten bzw. auch den zweiten Schritt gehen, indem du quasi ihn wieder zu dir an deinen Tresen holst. Und was kann man zwischen den beiden Situationen lernen? Flirte, flirte, flirte. Aber jetzt nicht übertrieben flirten, sondern einfach sympathisch und empathisch flirten, sodass du quasi deinem Gegenüber einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Denn du brauchst nur 7 Sekunden für den ersten Eindruck, wo quasi du quasi deinem Gegenüber widerspiegelst. Denn die ersten 7 Sekunden ist im Verkaufsgespräch elementar wichtig. Wenn du dort nicht begeistert ablieferst bei deinem Gegenüber, dann hast du dein ganzes Verkaufsgespräch schon verloren. Also erinnere dich daran, wie du flirtest mit Frauen an einer Bar, wie du quasi flirtest bei einem Date oder wenn du quasi ein Date auch kennenlernst. Wie machst du das bei dir oder wie machen andere das bei dir? Schau gerne mal über den Tellerrand und informier dich darin. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß und denk mal,